Boah, was ist das für ein blauer Himmel hier? Moin und herzlich willkommen auf unserem kleinen YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ihr fragt euch bestimmt jetzt drei Fragen. Zum einen, wer ist dieser haarige Typ da vorne? Zum zweiten, wo ist die Mütze? Und zum dritten, wo ist das blaue Auto? Ja, zu Recht fragt ihr euch das, denn der Hintergrund ist ein etwas anderer. Unsere Pläne mussten ein bisschen umgestellt werden. Wir wollten ursprünglich die Panamericana fahren und haben dafür ein Auto gesucht. Ein Allrad 4x4 Mercedes Sprinter. Die meisten von euch werden die Videos kennen, wo ich dieses Fahrzeug umbaue. Aber die meisten von euch werden nicht die ursprünglichen Pläne kennen. Und die wollen wir euch jetzt hier mal in diesem kleinen Video erzählen. Genau, vor ungefähr 2 oder vielleicht sogar 3 Jahren hatten wir irgendwie die Idee, wie wäre es denn, wenn wir uns mal ein Jahr Auszeit nehmen und länger im Bus leben und rumreisen. Und als Strecke haben wir uns rausgesucht die Panamericana, also einmal von Alaska bis Feuerland. Das war der Plan. Und dafür haben wir ganz schön viel gemacht. Ja, genau, weil das bietet sich ja einfach an. Man kann halt der Sonne hinterherfahren und immer Richtung Himmelblau. Deswegen die Panamericana. Und wir waren natürlich auch zeitlich ein bisschen gebunden und fixiert, denn Lolly, die ist jetzt gerade knapp vor 5 und wir müssen das halt alles machen, bevor sie zur Schule kommt. Genau, und ich habe meinen Arbeitgeber gefragt, ob ich nochmal Elternzeit bekomme, damit wir dann wirklich ein Jahr frei haben. Du hast sogar... Ich hätte auch meinen Arbeitgeber fragen können, aber... Hast du dir gespart und hast direkt gekündigt? Ich habe es mir gespart, habe gleich gesagt, so... Lass Chef. Mal gut sein. Ja, genau. Also der Marco hat gekündigt. Wir sind vor fast 2 Jahren in eine viel günstigere Wohnung umgezogen, damit wir uns das nötige Kleingeld für diese ein Jahr Auszeit eben auch zusammensparen konnten. Und ja, es sah eigentlich ganz gut aus. Genau, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in der Zeit. Also nicht nur am Bus und an den YouTube-Videos, sondern halt auch noch nebenbei gearbeitet, einfach um unser Reisebudget so weit aufzustocken, dass wir ein Jahr auch relativ unabhängig unterwegs sein können und die Panamericana fahren können. Ja, und losgehen sollte es im Juni 2020, da wollten wir das Auto verschiffen, rüber nach Amerika, also in die USA. Ich wollte noch eine Freundin besuchen in New Jersey und dann wollten wir durch Kanada einmal hoch bis nach Alaska und dann, ja, wie er schon gesagt hat, einmal der Sonne hinterher. Und jetzt wären wir im Februar wahrscheinlich irgendwo in... Oh, wie schön ist Panama. Wahrscheinlich Panama, vielleicht sogar auch schon Kolumbien, man weiß es nicht. Weil unsere Pläne haben sich dann wunder etwas geändert. Ja, ihr fragt euch jetzt, aber warum denn? Ja. Corona! Tja, und dann war Corona auf einmal überall. Wir sind dann als Corona-Flüchtlinge für ein paar Wochen nach Schwerin abgetaucht, bei meinen Eltern. Ich habe dort im Homeoffice gearbeitet, Marco hat weiter den Bus ausgebaut und Lotti wurde von den Großeltern bespaßt. Und irgendwie haben wir bis Mitte April noch in unserem alten Plan festhalten wollen. Und dann haben wir es aufgegeben und haben alles wieder zurückgedreht. Das heißt, ich habe meine Elternzeit abgesagt bzw. verschoben. Wir haben unseren Untermieter 2 Wochen vor Einzug gebeten, den Vertrag wieder mit uns aufzulösen, damit wir eine Wohnung haben in Hamburg. Und Marco, ja gut, der hatte jetzt seinen Job schon mal gekündigt. Und im Mai sind wir dann wieder zurück nach Hamburg, haben dann gedacht, vielleicht machen wir es im Herbst nochmal los, aber die Lage wurde einfach nicht besser und dann haben wir das Jahr 2020 einfach mal abgeschrieben und gesagt, wir starten im Jahr 2021. Ganz ehrlich, wer konnte denn letztes Jahr im Mai ahnen, dass sich diese ganze Corona-Situation so lange hinziehen wird? Also mussten wir uns was überlegen für das Jahr 2021, denn Susi konnte ihre Elternzeit nicht weiter verschieben. Und ich war ja nun mal arbeitslos. Ich habe extra gekündigt, meinen Job aufgegeben, nur um reisen zu können. Und mit dem Auto irgendwo durch Europa reisen ging mal gar nicht. Auch nicht irgendwie in irgendwelche anderen Länder. Wir haben die ganze Zeit geguckt, ob wir noch gegebenenfalls irgendwo nach Mittel- oder Südamerika können, aber auch da Situation katastrophal und man will auch in dieser Corona-Situation nicht dahin. Also haben wir halt beschlossen, ohne Auto erstmal zu verreisen und sind
hier auf Sansibar gelandet. Nicht das Schlechteste, wenn ihr mich fragt. Sansibar ist definitiv nicht Kanada. Und war ein sehr spontanes Reiseziel. Aber Sansibar war die rettende Insel. Und der Start ins große Abenteuer. Unser Plan B. Danke Corona. Wir waren kiten in 28 Grad warmem Wasser. Und wir sind abgetaucht in die Unterwasserwelt. Wir haben tolle Menschen kennengelernt. Wir haben im Indischen Ozean gebadet. Wir haben die Kühe am Strand gezählt. Wir haben bei Mr. Lecker Lecker die beste Pizza gefunden. Wir kämpfen uns durch den Dschungel. Und entdecken die Tierwelt von Sansibar. Wir erkundeten die Insel. Von Nord bis Süd. Wir waren in 8 unterschiedlichen Hotels. Lori lernte auf Sansibar schwimmen. Wir waren bei Amazon und Dolce Gabbana shoppen. Wir mischten uns unter das Volk. Und hatten eine ziemlich gute Zeit. Aber die aktuellen Probleme unserer Welt sind auf Sansibar besonders sichtbar. Sansibar kämpft nicht nur gegen die Armut, sondern gegen die Zerstörung des Paradies. Das Problem ist überall zu sehen. Müll hat katastrophale Folgen, wenn er nicht fachgerecht entsorgt wird. Das verändert nachhaltig den Lebensraum. Und wird zu einer Katastrophe führen. Das Ende des Paradies. Kann unsere Welt noch gerettet werden? Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern. Das war unser letztes Sansibar-Video. Und wir werden als nächstes in unserem selbst ausgebauten Sprinter durch Europa fahren. Wir freuen uns auf neue Abenteuer. Und es wäre großartig, wenn ihr uns dabei begleitet. Also folgt uns Richtung Himmelblau. Nun macht schon. Trau dich. Klick den Abonnier-Button.